Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Raft. Es ist da, das neue Kapitel. Mit dabei ist natürlich der Yogi. Wo ist er denn? Hallo, Krian. Ich bin hinten auf unserem Anbau. Auf deinem Anbau. Auf meinem Anbau. Das automatische Gießen funktioniert noch. Ja, yeah, das ist ja auch tatsächlich ein Ingame-Ding. Wir haben nämlich keine Mods mehr an und es gibt nur ein Problem vor allem damit, wir haben keine Motoren mehr, um hier wegzukommen. Alles andere ist mehr oder weniger vorhanden, also wir haben auch unser Zeug, wir haben auch Material, Motoren zu bauen. Ich glaube, unser Problem ist vor allem Sprit dann. Ja, wir haben unten Sprit. Wir haben Sprit? Ja, ich glaube, wir hatten 13 Sprit oder so. Ich muss wieder reinkommen, wir haben hier hinten unsere Spritanlage. Was übrigens was sehr, sehr Geiles ist, was es jetzt gibt, falls wir das schon machen können. Bitte lass es mich finden. Ich finde es nicht, aber es gibt auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, ein Gerät zu bauen, was uns erlaubt, alle Motoren gleichzeitig anzumachen und auch umzuschalten auf Vorder- oder Rückwärtsgang. Nice. Und was noch viel geiler ist, was ich gestern festgestellt habe, als ich mir die Welt angeguckt habe. Der Juicer. Nee, den meine ich nicht mal. Ich meine, dass es jetzt die tolle Erfindung gibt von Querbalken. Ja, das habe ich gelesen auf Twitter. Und tatsächlich, wenn du mal in die Balken reingehst oder die Wände oder so, es gibt jetzt nicht nur Holz und Blätter, es gibt auch fancy Holz. Also das Ganze heißt stabil, ich glaube, es sieht einfach nur fancy aus, weil ich wüsste nicht, was daran stabil ist. Ich muss erst wieder reinkommen. Das ist okay. Und was ich gestern festgestellt habe, wenn du über Shift rennst, mach das mal. Ja. Klappt das bei dir instant? Ja, ich denke schon, ich renne. Okay, weil es gibt jetzt eine Einstellung in den Einstellungen, logischerweise bei Steuerung, wo du Sprint an ausmachen kannst. Und dann ist das so, dass wenn du Sprinten einmal drückst, also Shift, dass du anfängst zu rennen und nochmal drücken musst, halt um aufzuhören. Ich habe mir jetzt wieder umgestellt, dass ich halt gedrückt halten muss. Naja, das scheint bei mir zu gehen hier. Okay. Ich würde mal gucken, ob ich hier Pflanzensamen irgendwie bekomme, dass ich unsere Blumen um die Bienen ein bisschen machen kann, dass wir Honig bekommen, weil Honig brauchen wir definitiv für... Wir haben Honig. Ja, aber wir brauchen mehr. Wir brauchen ja Sprit. Und wenn die nebenher schon mal... Okay, hier haben wir unsere ganzen Wertsachen. Ja, wir haben hier... Ich bin froh, dass diese Kiste hier anscheinend schon zum Spiel gehörte, weil ich hatte Angst, dass die hier nämlich durch unsere Mods dazukommen. Nee, das sind die Kisten, die man mit dem guten... Aber wir haben nirgendwo Blumensamen, das wundert mich ein bisschen. Eventuell oben. Sein, hast du oben geguckt bei den Bienen? Oben habe ich auch geguckt. Es kann natürlich gut sein, Stack Bananen. Ich sehe schon, Bananen war unser Hauptnahrungsmittel. Wir haben von allem viel. Na, Sprit haben wir nur 14. Ja, aber immerhin. Ja, das auf jeden Fall. Lass uns mal eine Runde pennen, würde ich sagen. Okay, gehen wir mal schlafen. Das Erste, was wir machen sollten, ist schlafen gehen. Finde ich gut. Haben wir hier irgendwas, was der Hai fressen kann? Nein, ich glaube, du hast schon alles. Ich glaube, wir haben alles metallisiert. Ich meine auch. Und was, vor allem, wir haben viel Metall. Also es wird mich, alles andere würde mich wundern. Ja, also hier war die Stelle... Irgendwo hier? Wahrscheinlich sind wir inzwischen... Ja, hier stecken wir fest. Das ist das, was ich erzählt habe. Ja. Gut, aber ne, das sollte mit Motoren ja kein Problem sein. Und doch, wir hatten ja beim letzten Mal, als wir aufgehört haben, das Staffelfinale, hatten wir noch 4 Motoren. Wir kamen nicht von der Stelle, wegen dieses Steins. Okay. Also müssen wir da gucken, was wir eventuell machen. Ja, ich würde trotzdem jetzt mal kurz auf die Insel rennen. Habe ich zur Not Pfeile? 2. Um ein paar Blumensamen einzusammeln für unsere Bienenversorgung. Man. Ich wusste nicht mehr, wo man craftet. Wir haben tonnenweise Blumensamen in der Farbkiste. Das macht natürlich Sinn. So, wir brauchen Motoren. Gab es denn Motoren? Ja, es gibt Motoren. Ja, yeah, natürlich gibt es Motoren. Das sind aber die, die mit Feuer und mit Holz und so gehen, gell? Mit Holz oder halt mit Benzin. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall oben auch erstmal wieder eine Farm anbauen. Mit dem Plot, ja, dass wir oben Holz immer generieren können. Ja, Holz auf jeden Fall wäre nicht schlecht. Also ich nehme auch hier auf der Insel jetzt die Bäume mal mit. Ich wollte die Blumen hier einpflanzen und nicht die Blumen mit auf die Insel nehmen. Das wird mehr Sinn machen. Es gibt jetzt kleine Fischschwärme hier unten auch.
So, große Anbaufläche für Bäume. Davon brauchen wir Haben wir. mehrere. Oh, ah ne, haben wir nicht unten. Das ist so eine mittelgroße, die ich gerade in der Kiste gesehen habe. Und wir sollten vermutlich auch hier oben zumachen. Ich weiß nicht, inwiefern das ausreicht. So, das können wir gießen. Ja, wir müssen hier nur gießen. Hier hat irgendwer schon alles eingepflanzt. Nägel brauche ich. Dann brauchen wir noch ein paar mehr. Pflanzen besser, nicht ernten. Ich möchte die Blumen nicht pflücken. Bolzen macht man aus Eisen, gell? Ja. Wobei es mich eigentlich wundern würde, wenn wir nicht irgendwo Bolzen hätten. Wir haben noch zwei Bolzen, aber wir haben auch noch 80 Eisen, also. Und wir müssen mal gucken, wie viele Motoren wir brauchen. Ob wir tatsächlich halt vier Motoren brauchen. Weil das ist halt eine Spritfrage. Ja, wir haben, glaube ich, relativ viele gebraucht, weil du da hinten so ein Teil angebaut hattest für die ganzen. Ein Motor macht 100 Plattformen. Ja, aber ich weiß nicht, ob die auch in der Höhe hin mitzählen, weil wir ja zwei Nee, Etagen sind. nur Grundfläche. Grundfläche. Also sollten wir vielleicht mal die Grundfläche ausrechnen, um dann zu gucken, oder? Ja. Also wie gesagt, ich gehe mal auf der Insel hier ein paar Bäume fällen jetzt und guck mal, vielleicht kann ich einen Schatz finden, Krian. Ich habe noch Da einen war ein Schatz Schatz. einstecken. Ja, ist die Frage, ob wir den schon geerntet haben oder nicht. Nein, hast du nicht, Wahrscheinlich schon. weil du bist am Ende Nee, der er steckt. letzten, du bist am Ende der letzten Staffel nämlich dann draufgegangen. Ja, das klingt jetzt nach mir, würde ich sagen, aber, Was ne? halt vor allen Dingen lustig war, weil du die gesamte Staffel über nicht draufgegangen bist, bis zur letzten Episode. Nice. Dann bist du Ja, dann habe ich ja wieder draufgegangen. ein Ziel für diese Staffel. Draufgehen. Ja, am bitteren Ende. So, das gefällt mir nicht ganz, dass wir jetzt nur vier Bäume haben, aber was soll man machen? Die Bigger Plots, die waren schon Die geil. waren nice. Wir haben unten aber auch viel Holz. Ja, ich weiß, aber Okay. wir haben Mehr Holz 700 ist besser. Holz, aber wir brauchen mehr Holz. Ja, das sowieso. Also ich Ich nehme, wie muss gesagt, hier von der Insel auch ein bisschen was mit. wieder reinkommen, wo eigentlich was ist. Ich gehe mal die Grundfläche berechnen. Geh mal die Grundfläche Zählen da berechnen. auch die Sammler mit rein? Oder Ich nur die gehe normalen davon Bäume? aus, weiß ich aber nicht. Ich Ich zähle sie meine, du einfach mal kannst ja mal mit. mit normalen, nee, mach mal ruhig mit normalen und wenn es dann nicht funktioniert, wissen wir, die Sammler zählen mit rein. Wobei ich eh davon ausgehe, dass wir nicht kurz davor sind, keine 13. Ahnung, einen Hunderter zu knacken dann. Das ist gut möglich. Jetzt habe ich genau den Moment, den ich gesagt habe. Ich muss ganz kurz mich AFK stellen. Okay. Und ist der Krian mal kurz AFK? Aber das ist ja kein Problem, während mich dieser Vogel hier verfolgt. So. Bringen die auch Wasser oder was? So. Herr Vogel, jetzt nicht stören. Nice. Ich habe Schatz gefunden. Ich habe auch Schaufel dabei. Voll auf den Kopf. Aha, nur so eine. Seile. Und ein bisschen Holz. Ich glaube, Seile sollten ja kein Problem sein, weil wir ja vermutlich 5 Tonnen Palmenblätter haben. Alles andere würde mich wundern. Die Ananasse nehmen wir auch mal mit. Vogel, ich würde dich ja abschießen, aber ich habe nur zwei Pfeile, da kommen wir nicht weit. Ja, ich weiß, das ist frustrierend für dich, da musst du mit Steinen schmeißen. So, noch genug Platz, um hochzugehen? Ja. Weil oben gibt es ja meistens dann doch noch mal eine Truhe auch. Kommen wir hier irgendwo hoch? So, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Danke. Entschuldigung, aber ich habe gesagt, das ist wichtig. Ich glaube, Tiere einfangen, das wollten wir nicht mehr machen, weil wir ja eh genug Tiere haben und ich sag mal jetzt nicht so 5 Tonnen Wolle und so Zeug brauchen, oder? Nee. So. 13 Ja. mal 16. 160, Plus 160. 48, also 200 noch was. Ja gut, das heißt, wir brauchen drei Motoren. Ja, warte, ich guck mal, ob wir vielleicht sogar mehr brauchen. Aber ich würde wahrscheinlich sogar direkt auf 4 gehen.
2, 3, 4, 5, 6 mal 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ja, es kommen nochmal 66 dazu. Ja gut, aber da sind wir ja immer noch nicht auf den 400, auf den über 300, oder? Ich würde aber halt einfach 4 machen, weil ich glaube, dass 4 genau der Raum ist, den wir dafür haben, weil wir vorher auch 4 ja, Motoren haben. Der Raum ist auf jeden Fall da. Mir geht es nur eher um die Spritkosten, weil wenn 4 sich drehen, ist das natürlich sprittechnisch teurer. Kannst du mal gerade gucken, wie unser Blättervorrat ist? Ja. Ich hätte dir gleich auch noch 2 Bolzen tatsächlich, die habe ich hier gerade im Dreck gefunden. Wir haben 2, 5, 20, 23 Stacks, also 450. Okay, das heißt, ich kann Blätter rausschmeißen. Wenn du ein volles Inventar hast, ja, ansonsten könntest du es natürlich auch mitnehmen. Ja gut, grundsätzlich ja, aber ne, ist jetzt nicht so das Dringendste, das meine ich. Nee, aber dann mache ich mal Motoren, habe ich gehört. Ja, wie gesagt, also... Hier oben ist eine Hütte. Das kenne ich so noch nicht. Da muss ich kommen. Ja, da... Das ist ein Händler! Ja, da muss ich kommen. Ja. Einfacher Angelköder. Kurkuma, Chili. Jetzt nicht mit Steinen schmeißen, ich muss hier gerade... Was kostet das? Es kostet Müllwürfel und Handelsmünzen. Haben wir beides nicht. Korrekt. Aber ich muss es mir trotzdem anschauen. Gestern, als ich geguckt habe, habe ich auf einmal die Möglichkeit bekommen, einen Recycler zu bauen. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich die Möglichkeit immer noch habe, weil ich nehme an, Müllwürfel kann man mit einem Recycler bauen. Das würde zumindest Sinn machen. Voll gut. Du könntest Pfeile mitbringen, dann können wir den scheiß Vogel wegmachen. Zu spät, ich bin schon auf der Insel. Okay. Ich weiß noch nicht den Weg zu dir. Links rum kommst du hoch. Oh, hier ist auch ein Zaun, wo man hochlaufen kann. Voll gut. Das heißt, wahrscheinlich auf jeder großen Insel ist jetzt oben nicht nur die Truhe, sondern halt auch der Händler. So, was kann man denn im Pferd... Alter, es gibt ultra krass viele neue Fische, die man fangen kann. Und die kann man ihm verkaufen. Ein Pentapus, ein pinker Hecht, ein Rotfeuerfisch. Und man kann im Rang aufsteigen bei dem Händler. Kriegt man wahrscheinlich bessere... Oh ja! Im zweiten kriegt man krassere Sachen. Da gibt es dann auch die fortgeschrittene große Anbaufläche. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich lang muss. Rechts rum und dann hochhüpfen. Vorhin war es links rum. Weiß auch nicht, was du willst. Links rum ist auch richtig gewesen. Du schickst mich hin und her. Ja. Also, wir brauchen so einen Müllwürfel, dann können wir uns Fischköder bauen und die können wir ihm verticken. Also die Fische, nicht die Fischköder. Das, ja. Aber ich sehe hier... Na, vielleicht müssen wir einen Forschungstisch dafür. Wir haben ja... konnten ja immer alles erforschen. Natürlich haben wir einen Forschungstisch. So, jetzt bin ich mal... Aha, ich glaube, ich bin bei dir. Hallo. Hallo. Guck, hier ist der coole Dude. Also, es ist kein Dude, es ist eine leere Hütte, es ist Outdoor Cell, glaube ich. Aha. Oh, kann man hier reingehen? Nein. Und was auch ganz nett ist, wenn du hier drüben bist, hier geht es einfach hoch über einen Weg mit tatsächlich auch hier Gelinde. Also ich hatte zwar Bananen im Inventar, mit denen ich mich ernähre, aber gut, die geben Essen und Trinken. Aber sie geben halt echt nicht viel. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich sonst noch irgendwas von hier? Wir können noch Holz mitnehmen, also in Form von Bäumen fällen. Und ich würde tatsächlich gerne mal kurz gucken, ob wir die Möglichkeit haben, so einen Recycler zu bauen, dass wir Schrottwürfel pressen können irgendwie und dem das verticken können, weil dann wäre das insofern nice, dass wir Angelköder kaufen können. Dann können wir Fische fangen und dann können wir da anderen Stuff bei ihm kaufen. Beziehungsweise halt unterwegs angeln und beim nächsten, den wir finden, also ich nehme an, die sind auf jeder großen Insel, hoffe ich mal, weil sonst haben wir vielleicht nie wieder die Chance, einen zu sehen. So, Forschungstisch.
Den hatten wir doch bestimmt hinten in unserer Werkstatt stehen. Ja. Ja, ich lerne mal ein paar Dinge für uns. Ja, lern mal. Ja, den Entsafter habe ich gelesen. Den müssen wir hinten in unsere Küche stellen. Wir haben auch eine fortgeschrittene Sammel... Ah, da sind auch die Kontrolldinger. Mit denen können wir dann tatsächlich alles auf einmal... Ich kümmere mich jetzt mal um den Recycler. Warum haben wir so viel Farben? Weil du rummalen wolltest. Ja. Und wir irgendwas mit unseren ganzen Blüten anfangen müssen. So, ich mache jetzt mal Motoren. 4 Stück haben wir gesagt, oder? Ja, mach mal 4. Einen müssen wir nicht anmachen, wenn wir nicht brauchen. Also machen wir auch 20, automatisch an. 20. 80. So, ich wollte eine Leiterplatine machen. Da brauche ich Kunststoff, Kupferbarren und Kleber. So, ich brauche dann 4. 4 mal 5 ist 20. Wir haben einfach 250 Kupfer. Ja, Seile. Brauche ich 20. Ah, Plastik scheint unser Problem zu sein. Ja, ich brauche auch Leiterplatinen. Wie viele brauchst du? 4. Ich will dir 3 bauen. Jeder Motor braucht eine. Weil, dann kann ich noch einen Recycler machen. Oh, wir haben jetzt auch ein fortgeschrittenes Sammelnetz. Ja, das kann mehr sammeln. Richtig. Aber brauchen wir halt Titan für. Richtig, das haben wir nicht, glaube ich. Nicht viel zumindest. Nee, ich glaube ein bisschen was haben wir. Wir haben 3 Titan. Ich habe auch noch mal... Oh, ich dachte, ich hätte welche gefunden, aber ich habe scheinbar keine gefunden. Ich gehe mal ganz kurz den Müll eventuell am Rand einsammeln, falls da was ist. Aber das sieht nicht wirklich so aus. Ja, wir müssen irgendwie das Steinproblem dann auch noch lösen. Keine haben wir. Achso, das ist Steinproblem. Das Problem vorne, das wir haben. Wo ist denn jetzt mein... Achso, und was... Weiß ich nicht, ob du das weißt. Es gibt jetzt noch andere Kisten, die man fangen kann. Und in denen sind Rezepte drin für Deko-Stuff. Okay. Also so ziemlich alles, was wir mit unserer Deko-Mod hatten, gibt es jetzt auch in-game. Also zumindest relativ viel. Wo ist mein scheiß Recycler? Ich hatte ihn doch eben noch im Dings drin. Okay. Das ist Wasser. Essen. Kisten. Ah, hier kann man scrollen. Da ist der Recycler. Möchtest du mir vielleicht die Leiterplatinen geben? 3 Stück. Eine brauche ich auch. Weil ich stehe die ganze Zeit nur hier rum und kann nichts machen, weil ich nicht die Teile habe. Sag das doch hier. Guck mal, du kriegst auch direkt noch Bolzen. Oh, einen Bolzen hätte ich gern zurück. Zu spät. Ne, ist auch okay. Dann nehme ich ein Scharnier. Kann ich auch machen. Das ist gar kein Problem. Aber ich brauche 6 Kunststoff. So splittet man, okay. So, Motoren. Mit dem Mausrad drehen kannst du genau die Auswahl treffen. So, 3 Motoren. Oh mein Gott, ist das riesig. Drehen. Passt das? Das passt da so exakt hin. Wir können die genauso bauen, wie sie vorher waren. Das finde ich gut. Ja, das war ja ursprünglich auch mal 4 normale. Bis wir halt die Electricity-Mod hatten und gemerkt haben, okay, wir haben das Problem. Das ist einfach unser... Die Frage ist, wie platziere ich den letzten? Weil wir können die ja theoretisch mit Rohren verbinden, damit sie automatisch befüllt werden. Genau. Ich will aber eigentlich nicht hier... Wir müssten dann unterirdisch Rohre verlegen. Zu unserem Tank. Also unter die Wasseroberfläche kamen wir noch nie. Ich glaube auch nicht, dass das geändert wurde. Es gibt zwar wohl eine Unterwasserstadt, aber ja. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt auf unserem Floß die Dinger bauen muss, wird das hier ein bisschen eng, weil ich weiß nicht, ob wir über die drüber müssen. Das heißt, wir müssten dann immer springen. Also duck springen oder geduckt drüber gehen. Das ist ein bisschen uncool. Ja, das ist ein bisschen uncool. Weil wir haben natürlich sonst keinen Weg, der von da hinten dorthin führt, ohne dass wir irgendwie so ein Problem. Ja, vielleicht hier an der Stelle, wenn wir die Decke hier einreißen, die Stelle, dann kann ich hier drunter durchgehen, dann hätten wir da Platz zum drübergehen eventuell. Wir haben wieder ein bisschen zu knapp gebaut alles. Du meinst, wir müssen größer bauen?
Ich meine, von der Höhe her haben wir zu knapp gebaut. Wir haben halt nur zwei hoch gebaut und das ist nicht unbedingt besonders gut. Ja, aber damals dachten wir schon, ey, ein hoch könnt ihr sogar reichen. Das weiß ich noch. Das dachten wir nie. Ja, wahrscheinlich nicht. Das stimmt auch wieder. Aber vom Grundgedanken. Aber ob Krian dieses Problem lösen kann oder nicht, das erfahren wir erstmal in der nächsten Folge. Super viel neuen Content natürlich jetzt gesehen. Die neue Insel, ne? Super geil. Du willst keine etwas längere Folge machen zum Auftakt, ja, okay. Ja, können wir natürlich auch machen. Ich bin hier gerade noch am Insel umrunden, um Plastik zu sammeln. Ja, ich dachte, dass wir zum Auftakt der neuen Staffel dann sagen, wir machen ein bisschen länger, oder? Ja, können wir machen. Bin ich dabei. Dann kann ich meinen Recycler hier noch bauen. Oh oh. No Pillar funktioniert nicht. Ah, es hat also nur eine Weile gedauert. Nein, es hat so lange gedauert, bis ich an einem Teil was gebaut habe, was damit verbunden war. Jetzt ist alles eingestürzt. Scheiße. Also nicht alles, aber einiges ist eingestürzt. Würde ich sagen, aufbauen mit Schrägbalken? Also mit waagerechten Balken? Oder ist so katastrophal? Wir verlieren unsere Tiere. Die können wir ja wieder einsammeln, solange wir noch hier sind. Wenn der Hai sie nicht frisst. Oh, da ist der Hai. Wenn man von Teufel spricht. Aha. Ich würde sagen, da das sowieso hier eingestürzt ist, machen wir uns vorne ein kleines Ding, wo wir alle Tiere reinschmeißen. Und wir reißen das hier oben halt ab und müssen es neu bauen, der gesamte Obergeschoss. Ihr habt den Hai umgebracht. Hätte ich gesagt, dass wir das so machen. Können wir gerne machen. Ja, dann müsstest du aber kommen, weil sonst sitze ich hier Wochen dran. Ich bin auf dem Weg. Ich muss nur noch das eine Plastik hier ein. Hier war noch irgendwo eins. Gestehe. Nein, du bist der Haikopf. Ich hoffe, das reißt jetzt hier nicht ein, wenn ich hier so ein kleines Ding mache. Oben unser Dach steht noch. Kann man über Zäune springen? Ja, kann man. Ja, wir zum Teil. Okay, zum Teil. Weil also das wäre sonst das nächste, wo ich sagen würde, es kracht gleich ein. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz die Tiere holen. Und tue sie in ein vorläufiges kleines Ding am Rand machen. Ja. Ich hoffe, die brauchen nicht so viel Platz. Peter, ist euer Problem. Nee, die brauchen halt eigentlich Dirt. Ja, aber die müssen jetzt warten. Die werden auch mal so klarkommen. Bis das Obergeschoss repariert ist, müssen sie jetzt warten. Eben. Da haben sie jetzt Pech gehabt. So, da bin ich wieder. Ah, na, hier hinten wäre sogar auch noch zwei Plastik gewesen. Dann tun wir mal... Haben wir alle Tiere? Ich habe jetzt vier Tiere. Drei Lamas und einen Dodo. Mhm. Ich glaube, wir hatten noch eine Ziege, oder? Es würde mich wundern, wenn wir keine Ziege. Da ist sie. Sagen wir es mal so. Hab sie. Ich hoffe, ihr sterbt jetzt nicht, weil ihr kein Essen habt. Das wäre sehr ungünstig. Ja, hier auf der Insel sind ein paar Tiere, da müssen wir halt Feuer fangen. Sind wir mal so skrupellos. So, dann komme ich mal rüber. So, wie war dein Gedanke des Bauens? Wir müssen das Dach erhöhen, damit wir unten eine Leitung verlegen können. Ein Rohr verlegen. Wir haben ja nur eins hochgebaut. Das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Wir haben insgesamt zwei hoch. Ich hatte verstanden, wir hätten zwei hochgebaut. Ja, nee, also die Etage zwei hoch. Nein, wir haben zwei hoch zwischen Boden und Decke. Dann machen wir hier auch direkt noch eine Treppe hin, oder was? Hätte ich gesagt, mein Plan war ursprünglich, damit wir eben das weitermachen können, wo wir aufhören, hier diese beiden Teile hier wegmachen. Und dann hätte ich hier unten drunter Rohr langlegen können, bis zum Ding. Unter der Decke sozusagen. Exakt, dann hätten wir nämlich drüber gehen können. Problem war, als ich das erste Teil abgerissen habe, hat sofort das ganze Teil gesagt, die Mod gibt's nicht mehr. Wir müssen alles einstürzen lassen. Hallo, ihr Minitierchen. Ich brauche ganz kurz Wasser. Hallo, Melönchen rein. Ja, das heißt, wir müssen das Ganze da jetzt im Prinzip
Neu gestalten. Neu gestalten. Das trifft's ganz gut. Das heißt im Prinzip auch die gesamten wie heißt gleich? Die gesamten Rohre wieder abmontieren. Alles kommt. Das gesamte Obergeschoss muss quasi neu gemacht werden. Das ist natürlich jetzt sehr suboptimal. Durchaus. So, die Frage ist, nimmt der auch Blätter? Also tatsächlich, ja, die Tiere lassen auch schon den Kopf hängen. Die werden uns wegsterben wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir denen erstmal kurz eine kleine Umlaufmöglichkeit. Ja, guck mal, wir könnten hier... Kannst du neue, hier Zäune drumherum bauen? Ja, bin ich dabei, kümmere ich mich drum. So, ich nehme auch mal das Billigste vom Billigen. Ist nur das Beste für unsere Tiere sozusagen. Weil dann, wenn du hier nämlich einen Zaun drumherum baust, kann ich dem hier eine Fläche geben. Das kostet ein Holz und zwei Blätter. Dann nehmen wir doch das hier. Ich mache eine kleine Mauer. Ich glaube, da rechts, da kannst du machen, perfekt. Aber wir brauchen auf jeden Fall... komplett einfach bis zum Rand durch? Ja. Hätte ich gesagt, ja, wir müssen denen hier halt ein paar Dinger geben. Warte. Den Rest da hinten brauchst du nicht mehr machen. Die können wir abmachen. Ja, ich hab grad gemerkt, da ist ja Zaun. So, wie es allerdings weitergeht, würde ich jetzt sagen, machen wir wirklich erst in der nächsten Episode. Ja, eine halbe Stunde fast schon. Ja. Also, muss man ja mal. Also. Dann bis dahin noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen. Bleibt gesund, haut rein und bye bye.